Hallo meine Lieben, aus einer gewohnt ungewohnten Umgebung. Ich nehme heute von meinem Streaming-Setup auf, weil ich hier ein kleines Sit-Down-Talk-Video machen wollte. Und ich dachte, ich nutze einfach mal das bessere Equipment, wenn es schon zur Verfügung steht. So habe ich nämlich eine crispy, clean Stimme hier auch mit meinem Mikrofon. Und außerdem, falls ihr dieses Video seht, ich streame jetzt wieder regelmäßig. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das jemals wieder sage. Aber einmal die Woche werde ich jetzt live auf Twitch sein. Und zwar immer donnerstags. Ich freue mich unfassbar auf euch. Ich freue mich unfassbar auf diese Zeit zusammen. Ich habe es echt vermisst. Es tat aber auch gut, da eine Pause eingesetzt zu haben. Also, all good. Alles so, wie es sein soll. Aber I am back. Auf jeden Fall wollte ich heute ein kleines Live-Update filmen, beziehungsweise so eine Art Q&A-Live-Update. Ich habe euch auf Instagram gefragt, ob ihr mir Fragen stellen wollt zum Thema Leben, Mental Health, Arbeit, und ich habe eure Fragen zusammengesammelt und möchte die heute natürlich beantworten und freue mich schon drauf. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein. Die erste Frage lautet: Wie zufrieden bist du gerade mit deinem sozialen Umfeld, Freunde, mögliche Partner? Ich würde schon sagen, dass ich zufrieden bin. Ich habe hier in Berlin echt ein paar, nicht viele, aber ein paar richtig gute Freundinnen gefunden und bin super happy damit. Also ich habe hier eine Bestie, eine Freundin, mit der verbringe ich so viel und so gerne Zeit und sie saugt wirklich null meiner sozialen Energie und ich bin so unfassbar glücklich, mit ihr Zeit verbringen zu dürfen. Ja, wir treffen uns mehrfach im Monat, also wir sind beide sehr busy, deswegen sehen wir uns nur so ein, zwei, drei Mal im Monat, aber auch das finde ich in Ordnung, macht mich mega happy. Es sind immer Highlights, wenn ich mit ihr unterwegs bin. Und ich habe auch noch eine andere Freundin kennengelernt, erst vor kurzem. Mit der verstehe ich mich auch sehr gut. Und ich habe hier so eine kleine Girl-Gang gerade irgendwie aufgebaut. Auch meine ehemalige Mitbewohnerin und meine jetzige Mitbewohnerin sind irgendwie präsent in meinem Leben. Und es ist total schön. Und wir verbringen gerne Zeit miteinander, machen sehr viel Girly-Shit. Ob es jetzt irgendwie übers Lesen reden ist oder ob wir zusammen Bullet-Journal machen. Also wir haben so einmal im Monat jetzt so ein Treffen, wo wir wirklich uns zusammen hinsetzen und unsere Bullet-Journals zusammen aufsetzen. Und es ist einfach toll. Es ist wirklich einfach toll. Ich liebe es, dass ich diese kleine Girl-Gang jetzt habe. Ansonsten habe ich auch noch eine sehr, sehr gute Freundin aus Köln, mit der ich sehr gerne und sehr viel telefoniere. Und auch noch andere Freunde, die ganz in Deutschland verteilt sind, mit denen ich so gerne schreibe, mit denen ich so gerne Kontakt habe, die ich so gerne habe. Also ich habe wirklich, ich kann mich so dankbar schätzen und so glücklich sein, dass ich so viele gute Freunde habe, mit denen ich auch so viel Zeit verbringe, die immer für mich da sind. Und ich weiß, dass sie immer für mich da sind, denen ich Tag und Nacht schreiben kann. Und es ist einfach irgendwie richtig, richtig schön. Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich und zufrieden. Manchmal fühle ich mich ein bisschen einsam. Manchmal bin ich ein bisschen alleine, weil einfach, wie gesagt, die meisten Freunde wohnen halt entweder woanders oder man hat nicht so oft Zeit, sich zu sehen. Also manchmal, wenn ich so vor allem an Freitagabenden oder so zu Hause sitze und alleine, denke ich mir auch so, warum habe ich keine Freunde? Aber dann denke ich mir auch so, klar, du hast Freunde. Es sind halt nur einfach keine Partyfreunde und deswegen, und das will ich ja auch gar nicht. Also ich bin immer noch keine Partymaus oder ja, nicht mehr, keine Ahnung. Also manchmal würde ich gerne, aber deswegen, ich bin sehr happy mit meinem sozialen Umfeld. Und das führt mich direkt zur zweiten Frage und zwar Beziehungsstatus. Also in meinem sozialen Umfeld, wie gesagt, alles gut, Freunde, happy, happy. Beziehungsstatus, Single. Seit, ich weiß gar nicht, fast einem Monat, glaube ich jetzt, circa. Puh, die Zeit geht echt schnell rum, holy shit. Es kommt mir immer noch sehr, sehr frisch vor. Vor allem, wenn man lange zusammen war, dann ist irgendwie das schwierig. Oder dann dauert es halt natürlich erstmal eine Weile irgendwie zu akklimatisieren und das halt zu checken, dass man jetzt wirklich Single ist. Vor allem, weil es bei uns eine recht, es waren sehr einzigartige Umstände, würde ich sagen. Also sowohl in der Beziehung als jetzt auch mit der Trennung ist es irgendwie alles nicht so normal. Also das klingt jetzt irgendwie weird, aber wir hatten halt jetzt zum Ende hin eine Fernbeziehung. Vorher waren wir sehr, sehr eng miteinander und dann waren wir auf einmal Fernbeziehung. Dann war während der Fernbeziehung auf einmal Schluss und deswegen habe ich das Gefühl, ist es so ein bisschen Delay, bis es wirklich ankommt. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich es verarbeitet habe und dass ich auch damit gut umgehe mit der Trennung, aber es ist halt einfach immer noch so dieses, okay, in 3 Monaten kommt er wieder, ach nee, doch nicht, Gefühl manchmal. Also was ich sagen möchte ist, die Trennung hat kein Loch in meinen Alltag gerissen, weil wir eh unseren Alltag ja getrennt gelebt haben durch Fernbeziehung und deswegen war es, glaube ich, sehr einfach, da am Anfang drüber hinwegzukommen, aber dieser Gedanke von wegen, okay, er kommt halt nicht wieder, das dauert, glaube ich, ein bisschen länger, das zu checken. Also wer weiß, vielleicht werde ich in 3 Monaten komplett heulen und mir denken, wo ist er? Aber vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, und auch hier, also wir sind nicht im Schlechten auseinander. Wir haben noch Kontakt. Alles ist eigentlich echt gut und in Ordnung. I don't know.
aber ich bin wieder Single. Und was ein Übergang zur dritten Frage. Und zwar ist die, wie fühlst du dich gerade in deiner aktuellen Lebensphase? Und ich muss sagen, durch die Trennung ist alles halt natürlich, wie gesagt, ich muss mich noch akklimatisieren daran, dass ich halt jetzt wieder Single bin. Und vor allem hatten wir halt ja auch schon Zukunft geplant, nächste Schritte geplant, was man halt macht zusammen. Dann auch so Kleinigkeiten wie, ja, wir haben natürlich auch den Urlaub zusammen geplant gehabt dieses Jahr. Also zum Glück noch nichts gebucht, aber wir hatten schon irgendwie geplant und überlegt, hey, lass uns dies machen, lass uns das machen. Deswegen ist gerade so eine Lebensphase, wo ich einfach noch ein bisschen lost bin und jetzt für mich erstmal nochmal checken muss, so, hey, was will ich? Was sind jetzt meine nächsten Schritte? Nicht mehr, was sind unsere nächsten Schritte, sondern was will ich? Was ist mein nächster Schritt? Das ist jetzt natürlich erstmal einfach wieder so, ja, eine Umgewöhnung. Ich muss jetzt erstmal wieder checken, dass ich eine einzelne Entität bin, die irgendwie ihre eigenen Entscheidungen trifft und ihr eigenes Leben plant. Ja, deswegen ist gerade noch so ein bisschen lost, aber eigentlich bin ich auch happy, weil ich bin mittlerweile einfach eine Person. Ich komme alleine zurecht, ich komme in einer Beziehung zurecht. Ich habe super viel gelernt, ich habe super viele Schritte getan, um an diesem Punkt zu sein. Es ist nicht schlimm, es ist kein Weltuntergang, dass ich jetzt Single bin. Ich weiß zu 100%, ich bin so ein Believer in die Liebe und ich weiß zu 100%, dass ich mich wieder verlieben werde. Ich weiß zu 100%, dass ich wieder eine glückliche Beziehung führen werde und dass es einfach wiederkommen wird in mein Leben. Und das beruhigt mich. Das beruhigt mich, das lässt mich nicht verzweifeln. Das ist einfach so eine Sache jetzt. Ich genieße es jetzt erstmal einfach, dass ich für mich meine Entscheidung treffen kann und dass ich irgendwie, ja, mich wieder auf mich fully konzentrieren kann, machen kann, was ich möchte. Ich kann hinziehen, wo ich möchte. Ich kann machen, was ich möchte. Ich kann sehen, wen ich möchte, treffen, wen ich möchte. Ich kann was auch immer machen, was ich möchte. Also nicht, dass mir irgendwelche Verbote ausgesprochen worden sind in der vorherigen Beziehung, aber ich meine jetzt auch so datingmäßig. Ich kann machen, was ich möchte. You know. Und das werde ich jetzt auf jeden Fall noch genießen, bis sich bei mir irgendwie eine neue Lebensphase, eine neue Lebenssituation irgendwie gesetzt hat. Also bis ich einfach weiß, was ich möchte und dann geht es halt weiter und dann ist der nächste Schritt und ich freue mich auch sehr darauf. Also es ist gerade alles sehr offen, sehr ungewiss, aber ich genieße es und ich mag es und ich freue mich. Also ja, ich fühle mich eigentlich echt gut in meiner momentanen Lebensphase. Next question. Und zwar, wie zufrieden bist du mit deinem Job? Und ich würde sagen, ich bin schon auf jeden Fall zufrieden damit. Ich glaube, es könnte jetzt gerade eigentlich nicht besser sein. Also ich habe eine 4-Tage-Woche, wofür ich unendlich dankbar bin, dass mir das mein Arbeitgeber ermöglicht. Ich verdiene trotzdem genug Geld, um einfach über die Runden zu kommen, um irgendwie mir mein glückliches Leben leisten zu können. Ich kann den Katzen genug geben, ich kann mir selber genug geben, es mangelt mir an nichts, das ist schon mal sehr, sehr gut. Meine Kollegen sind lustig, ich verbringe auch gerne Zeit mit denen, auch im Büro und was auch immer. Und ja, ich glaube, das Einzige ist halt so der Job an sich. Also es ist jetzt nicht mein Traumding auf jeden Fall und langweilt mich auch oft. Also vor allem dieses ganze stumpfe E-Mails schreiben und sowas ist jetzt nicht meine Passion. Ich bin schon ein recht kreativer Mensch, sehr, ja, ich weiß nicht, also ich bin nicht dafür gemacht, an einem Schreibtisch 8 Stunden zu hocken und auf dem Bildschirm zu starren. Außer natürlich, das ist mein Handy und ich bin am Reel scrollen. Nein, Spaß. Aber ich würde sagen, all in all bin ich so zufrieden gerade und würde gerade es nicht ändern wollen. Also es ist keine Situation, wo ich mir denke, oh, ich muss diesen Job wechseln, auf gar keinen Fall. So, ich mache das, ich verdiene damit halt mein Geld. Es ist halt auch im Endeffekt ein Job, ne? Also es ist jetzt nicht mein Hobby, es ist nicht meine Leidenschaft, es ist halt ein Job, aber mit dem Job bin ich sehr zufrieden. Und falls es irgendwann dazu kommen sollte, dass ich einen neuen Job suche und ich finde irgendwas, was mich vielleicht auch inhaltlich mehr erfüllt, dann ist es auch schön, aber muss einfach nicht sein. Also es ist auch so voll fein. Würdest du nochmal studieren wollen? Ich habe da natürlich auch lang drüber nachgedacht, so die letzten Jahre, weil ich habe halt meinen Bachelor fertig gemacht und dann war halt die Frage, mache ich jetzt noch einen Master, mache ich keinen Master? Und dann habe ich angefangen zu arbeiten und dann habe ich irgendwie gemerkt, so okay, ich glaube, es macht keinen Sinn. Also ich hätte schon Bock, nochmal Studentin zu sein, aber to be honest, aus halt den falschen Gründen. Ich hätte halt Bock, nochmal Studentin zu sein, damit ich mehr Zeit habe, damit ich nochmal so chillen kann, damit ich nochmal mein Leben selbst gestalten kann und in die Mensa gehen kann, neue Leute kennenlernen kann, bla 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 bla. Und natürlich auch irgendwo, weil ich gerne auch lerne und ich gerne auch neue Sachen an Wissen mir aneigne. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es keinen Sinn macht, ein Studium zu starten, aus diesem Grund in meinem Alter, weil ich halt jetzt neben dem Studium zu 100% auch arbeiten müsste, weil ich mir das halt sonst nicht leisten kann. Und das ist es einfach nicht wert. Also ich möchte ja, also das, was ich mir vom Studium mal hoffe, ne, mehr Freiheit, mehr Freizeit auch etc. pp., würde ich ja gar nicht erlangen können, weil ich ja nebenbei noch arbeiten müsste und dann hätte ich noch viel weniger Zeit. Und deswegen ist es, glaube ich, aus Zeit- und Kostengründen keine Option für mich, nochmal zu studieren. Außer es gibt irgendwann einen Punkt, wo ich sage, oh mein Gott, ich habe jetzt beschlossen, ich möchte unbedingt das und das machen beruflich und dafür brauche ich Studium XY, dafür brauche ich einen Master, dafür brauche ich was auch immer. Dann würde ich es wahrscheinlich
nicht machen. Wird dieser Punkt kommen? Ich bezweifle es, weil ich bin so ein Mensch, ich gehe durchs Leben, ich gucke, was kommt. Ich bereue es zu 0%, mein Studium abgeschlossen zu haben. Das war auch immer eine Frage für mich, ob ich das zu Ende mache oder nicht. Ich bin so happy, dass ich es zu Ende gemacht habe, aber ich bin einfach kein Mensch, der irgendwie einen Plan hat. Ich habe keinen 5-Year-Plan, ich habe keinen 10-Year-Plan, ich habe gar keinen Plan. Ja, ich mache einfach, was ich mache und was kommt, das kommt, was nicht, das nicht. Und ich gehe halt immer von den Möglichkeiten aus, die gerade da sind. Aber ich würde es auch nicht ausschließen. So, meine Mama hat noch mit über 50 angefangen zu studieren. Vielleicht mache ich das auch noch mal irgendwann. Who knows, Leute. Aber Punkt jetzt gerade, nein. Wie ist das Leben in Berlin gerade? Ja, wie gesagt, jetzt mit der Trennung, neue Lebensphase, dies, das, ist es natürlich wild. Ich habe jetzt einfach Bock, noch diesen Sommer hier komplett zu nutzen auch. Ich habe noch nie einen Berliner Sommer richtig mitbekommen, weil ich irgendwie immer super viel unterwegs war. Und deswegen möchte ich jetzt hier nochmal so richtig schön das genießen, hier zu sein und meine ganze Berlin-To-Do-Liste abarbeiten. Ich habe noch so ein paar Sachen, die man unbedingt mal gemacht haben muss oder die man mal gesehen haben muss oder sowas. Das möchte ich auf jeden Fall noch abarbeiten. Und ich habe hier halt meine Routinen. Ich bin super happy damit. Also ich gehe halt ins Gym, ich gehe zur Arbeit, ich gehe in die Pole-Studios, bei denen ich so bin. Und das ist so mit den Katzen dann noch so. Ich habe ein glückliches Leben hier auf jeden Fall. Also ich bin sehr, sehr happy, sehe aber auch eine andere Zukunft noch. Also ich bin hier gerade sehr happy, aber ich glaube schon, dass es mich in der Zukunft wieder Richtung Heimat zieht. Einfach, weil ich viele Dinge verpasse. Ich verpasse Geburtstage. Ich habe schon eine Beerdigung verpasst letztens. Ich habe Weihnachten verpasst, auch wegen den Katzen, weil in Berlin ist keiner an Weihnachten. Keiner kann auf die Katzen aufpassen, weil alle sind in ihrer Heimat. Und deswegen zieht es mich, glaube ich, schon langfristig gesehen auf jeden Fall wieder zurück zu meiner Familie. Aber ich genieße die Zeit, solange ich noch hier bin. Ich bin happy in der Zeit, wo ich jetzt noch hier bin. Wie geht es dir eigentlich mental aktuell, insbesondere bezüglich Borderline? Für die, die es nicht wissen, ich wurde vor, keine Ahnung, 5 Jahren jetzt oder sowas mit Borderline diagnostiziert und bin jetzt auch schon seit 5 Jahren in Therapie. Und ich muss sagen, mir geht es wirklich gut. Also es ist wirklich das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich merke, also jetzt schon auch so seit einer Weile, vielleicht seit einem Jahr oder sowas, wird es immer, immer besser. Meine Symptome gehen immer mehr zurück. Ich bin emotional immer stabiler und glücklicher. Und es kann natürlich einige Faktoren haben, aber ich glaube, der Main-Faktor ist einfach, dass ich halt permanent an mir weiterarbeite, permanent für mich da bin, permanent in Therapie gehe. Und ich muss sagen, dass ja, ich das mittlerweile echt gut unter Kontrolle habe und ich langsam die Hoffnung habe, dass es halt nicht mein ganzes Leben lang immer irgendwie ein Teil von mir sein wird. Also ich glaube schon, dass ich jetzt, ich merke es ja auch, ich bin jetzt in einem Job, wo Leute das einfach nicht wissen, weil man es halt mir nicht anmerkt und weil es halt einfach nicht so präsent ist. Und ja, deswegen, ich glaube schon, dass ich noch mit 1-2 Sachen zu kämpfen habe und das ist auch normal und das wird wahrscheinlich auch vielleicht noch mein ganzes Leben lang so weitergehen. Aber wie gesagt, ich habe sehr gut gelernt, damit umzugehen, bin sehr, sehr zuversichtlich mittlerweile und mentally I'm good. Ich habe natürlich immer wieder auch schlechte Tage und schlechte Phasen, aber, und das ist der große Unterschied, ich weiß dann in diesen Momenten, dass das gerade eine Phase ist und dass es wieder vorbeigehen wird. Und das ist wirklich, that's the whole point. So, weil früher war alles immer, es ist alles zusammengebrochen, es war ein Weltuntergang, es war eine Katastrophe, mir ging es schon immer schlecht, mir wird es auch immer schlecht gehen, diese Gedanken und jetzt ist es halt, okay, mir geht es schlecht, aber ich weiß auch, dass es wieder besser wird und auch wenn es mir gut geht, weiß ich, hey, es wird wieder Phasen geben, da geht es mir dann schlechter, aber das ist okay, weil dann werde ich auch wieder rauskommen und es sackt nie so stark ab, dass ich wirklich, ja, an so einen ganz, ganz tiefen Punkt komme. Also ich hatte jetzt einmal letzten Monat im April, der April war generell ein sehr schwieriger Monat und wie gesagt, ich habe auch eine Beerdigung verpasst, es ist jemand gestorben. Das hat mich schon für eine kurze Weile in eine sehr depressive Episode geschickt, weil ich mich einfach auch sehr einsam mit meiner Trauer gefühlt habe, weil es halt die Menschen hier vor Ort auch nicht richtig begreifen konnten, wie wichtig mir diese Person war. Und die Leute, die das begreifen konnten, waren halt nicht vor Ort, sondern halt in meiner Heimat. Und ich konnte mich nicht mit denen austauschen. Ich habe dann on top noch diese Beerdigung verpasst und das war alles sehr viel für mich und hat mich auch einen Moment lang in eine wirklich schlimme depressive Episode geschickt, aus der ich dann aber zum Glück halt auch wieder rausgekommen bin nach ein paar Tagen. Also wie gesagt, das sind immer wieder nur Phasen und ich kann mittlerweile so gut für mich da sein und mit mir umgehen und ja, bin dann auch immer zuversichtlich, dass alles wieder gut wird. Es kann immer bergauf gehen. Ich bin der lebende Beweis dafür, Leute, ja. Mir ging es nämlich früher echt richtig schlecht
Und heute sitze ich hier mit 26 Jahren und habe ein sehr gutes Leben. Wie fühlst du dich gerade mit YouTube? Planst du da konkrete Entwicklungen für deinen Kanal? Ich muss sagen, gerade ist so eine Phase, ich hatte halt auch nach der Trennung eine komplette Pause eingelegt. Es war wirklich einfach auch nicht machbar für mich, irgendwie zu filmen oder irgendwas und zu schneiden. Und jetzt gerade so der Start danach war wieder ein bisschen holprig. Dann habe ich irgendwie wieder vergessen, ein Thumbnail aufzunehmen, bla bla bla. Also solche Sachen. Und es war auch so ein bisschen anstrengend, einfach wieder reinzukommen. Ja, an manchen Tagen bin ich auch sehr selbstkritisch. Dann denke ich mir immer so, oh, ich mache nur scheiß Content. Aber dann denke ich mir so, ist es mir egal. Also ich mache das für mich mostly. Ich mache das, weil ich gerne auch mein Leben dokumentiere und einfach auch gerne Erinnerungen schaffe, weil es mir Spaß macht, weil ich gerne mich kreativ damit auslebe. Und ich habe keine konkreten Entwicklungsideen. Ich würde schon gerne irgendwann mehr so ein bisschen auch in Richtung Bücher-Content gehen und vielleicht mal so einen Reading-Vlog machen. Aber boah, es ist so schwierig für mich, wirklich. Ich finde nicht die Zeit, mich wirklich mal dafür hinzusetzen, weil ich lese halt immer so sehr verteilt über den Tag. Und so ein Reading-Vlog, da musst du schon viel am Stück lesen und keine Ahnung. Aber ich möchte auf jeden Fall eigentlich so weitermachen wie jetzt und halt auch immer mal wieder über so Themen wie heute zum Beispiel mit der mentalen Gesundheit reden, einfach weil mir das auch wichtig ist und weil ich das auch mitgeben möchte und teilen möchte. Aber ansonsten bin ich eigentlich happy, so wie es ist und wie gesagt, keine konkreten Ziele und Pläne, sondern ich mache es für mich mostly und weil es mir Spaß macht, wirklich. Hast du Pläne für diesen Sommer? Was kann man in Berlin machen? Also Leute, ich habe auf jeden Fall einige Pläne schon. Ich habe, wie gesagt, so eine Berlin-To-Do-List, die ich jetzt abarbeiten möchte in meinem Urlaub, der heute begonnen hat. Slay. Ich werde den aber auf jeden Fall nicht, ich werde das nicht schaffen, diesen Urlaub. Also ich habe jetzt irgendwie 12 Tage frei oder sowas, aber ich werde es nicht schaffen, jeden Tag was zu machen. Und es wird sich dann so in den Sommer ziehen, aber auf jeden Fall möchte ich gerne ein paar Sachen sehen. Ich kann ja mal kurz ein paar Sachen meiner Liste vorlesen. Und zwar möchte ich einmal zum Schloss Charlottenburg, ich möchte zum Grunewaldturm, ich möchte ins Dark Matter, das ist so eine Ausstellung. In Tempelhofer Feld war ich einfach noch nie. Also ich möchte die Ringbahn durchfahren. Es gibt nämlich in Berlin so eine Ringbahn, das ist eine S-Bahn, die wirklich einfach im Kreis fährt und das möchte ich einmal machen. Ich möchte noch in den Zoo, beziehungsweise ins Aquarium beim Zoo. Zum Teufelsberg möchte ich, zum Botanischen Garten. Ich möchte einmal wandern gehen. Ich möchte auch so gerne mal in eine Jazzbar gehen. Ne? Oh mein Gott, das sind so Sachen, die habe ich mir jetzt vorgenommen und die werde ich diesen Sommer machen. Also in Berlin kannst du eigentlich echt alles machen. Die einzigen Sachen, die nicht auf meiner To-Do-Liste stehen, sind so Clubbesuche. Also es gibt so Leute, die sagen, ja, oh mein Gott, ich muss unbedingt mal ins Berghain, ich muss unbedingt mal ins KitKat, aber auf gar keinen Fall habe ich da Bock drauf. Ich bin ehrlich. Sorry, nope. Ich finde Feiern gehen in Berlin so gruselig, ne? Also wenn es nicht mit den richtigen Leuten ist, die mich auch kennen und wissen, dass ich so ein Safe Space brauche, dann fühle ich es nicht. Ich fühle es nicht. Und die letzte Frage ist ein bisschen random, aber wie stehst du zu Red Flags und Green Flags? Ich habe mir da ehrlich gesagt noch nicht so viel Gedanken zugemacht. Ich glaube, ich finde es mostly einfach witzig, aber man darf es nicht zu ernst nehmen. Also obviously gibt es keine Traits, die in sich gut oder schlecht sind, wenn sie jemand besitzt. Also keine Ahnung. Ich sag manchmal aus Spaß so, ja, Green Flag, wenn er Katzen mag oder eine Katze hat sogar. Aber natürlich gibt es auch wirklich schlimme Menschen, die Katzen haben wahrscheinlich. Also ja, ich finde es einfach ein bisschen witzig, aber nehme es auch nicht zu ernst. Also man darf sowas auch einfach nicht zu ernst nehmen. It is what it is. So, meine Lieben, vielen Dank fürs Zusehen heute. Lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben da. Lasst einen Kommentar da. Falls ihr noch weitere Fragen für mich habt, stellt sie mir natürlich gerne. Dann beantworte ich die gerne in irgendeinem anderen Video oder vielleicht im Stream. Folgt mir auch auf Twitch. Schaut auch gerne auf Instagram vorbei. Ich freue mich über jede Interaktion mit euch. Und wir sehen uns. Ah, noch ein nächster. Okay, die ist weg. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, meine Lieben. Peace out. Bye.